Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außer, Sie sehen es vielleicht an den Tanlines und meine kaputtgekoksten Nasenlöcher. Ich hatte einen richtigen Bradgirl-Sommer. And man in apples and a na na na. Shake it off, put a ring on it. Ich habe mit meinen Mädels Party gemacht auf Menorca. Ich habe Power Barry Workout in Saint-Tropez gecruncht. 7 Tage all-inclusive an der DAX-Bierbörse Bielefeld gechillt. Liebe Grüße! Und ich habe mich zwar nicht im Sommer für Olympia qualifiziert, aber dafür nach der Eröffnungsfeier in Paris, just for fun, von der Ile de la Cité in die Seine geschissen. Einfach so! Einfach so, just for fun! Ein kleines Stück von mir war also doch mit dabei beim Triathlon. Ich bin so dankbar für diesen Sommer 2024. Oi, 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 es war so schön, es war so geil. Aber wissen Sie noch, vor 4 Jahren, wissen Sie das noch? Da konnte man von solchen geilen Ferien ja nur träumen, da war Corona. Ich weiß, da waren wir eingesperrt mit Drosten-Podcasts und selbstgemachtem Sauerteigbrot. Und statt Breakdance bei Olympia mussten wir Pressekonferenzen mit Jens Spahn gucken. Corona war so ein Scheiß. Corona war so scheiße. Zum Glück haben wir das alles hinter uns gelassen. Es gibt halt keine zuverlässigen Zahlen, aber wir müssen schon davon ausgehen, dass wir 500.000 Long-Covid-Betroffene haben. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass es mehr werden. Hä? Was erzählt der Drummer von Tokotronic von Long-Covid? Warum sieht er so müde aus? Also gut, Long-Covid. Ist das jetzt die neue große Gefahr, Long-Covid oder was? Spätestens seit den RKI-Files, dem größten deutschen Aufarbeitungsversagen nach dem Zweiten Weltkrieg, will ich beim Thema Corona eine seriöse Zweitmeinung hören. Und zwar eine unabhängige von jemandem, der richtig Ahnung hat von Long-Covid. Es gibt inzwischen Leute, die sagen, psychische Labilität gilt als einer der Risikofaktoren für die Krankheit. Also um es mal vorsichtig zu sagen, Leuten, denen es schon vorher nicht so gut ging, die haben jetzt quasi ein offizielles Ticket dafür und können sagen, es hat was mit Corona zu tun und ihr müsst es jetzt alle bezahlen. Long-Covid bekommt man also, wenn man psychisch labil ist und alle anderen abzocken will. Ich dachte bislang eigentlich, dass psychische Labilität ein Risikofaktor dafür ist, sich einen unangenehmen Nikolaus Blome an der Seite einzufangen. Aber hey, wenn das so ist, Long-Covid bekommt man also, wenn man psychisch labil ist, sagt Podcaster Jakob Augstein, der Felix Lobrecht, für alle, denen ein Cicero-Abo ein bisschen zu teuer ist. Long-Covid ist keine richtige Krankheit, sondern hier Psychokram wie Klimawandel oder Gender-Gaga oder Verkehrsregeln. Das war rot? Nein, das war nicht rot. Ich entscheide, dass das nicht rot war. Ja, ich entscheide, das war nicht rot. Die Ampel ist psychisch labil. Genau wie die ganzen Weicheier, die Long-Covid haben. Was Long-Covid sein soll, das weiß auch echt keiner. Das weiß echt. Das Long-Covid-Rätsel. Ist Long-Covid psychisch bedingt? Wenig Forschung, kaum Therapien. Die große Ratlosigkeit über Long-Covid und Fatigue. Long-Covid macht ratlos und faul. Long-Covid scheint mir zunehmend Long keine Lust auf Arbeit. Darauf ein doppeltes. Brav, bist du ruhig. Long-Covid, was soll das eigentlich offiziell sein? Als Oberbegriff umfasst Long-Covid alle Langzeitbeschwerden, die länger als 4 Wochen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus vorhanden sind. Und was sind das so für Wehwehchen, die man da angeblich hat? Bekannt sind Gedächtnisprobleme, Angstzustände, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen oder Muskelschmerzen. Vor allem aber chronische Müdigkeit, die sogenannte Fatigue. Ja, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Angstzustände, das ist keine neue Krankheit, das ist Rumjammeritis. Ich vertraue echten Long-Covid-Experten. Am allermeisten Professor Dr. Christoph Kleinschnitz, Chefneurologe an der Uniklinik Essen. Der sagt, mit Long-Covid wird zu viel Panik gemacht. Also ihr Long-Covid-Luschen, chillt! Picke, und lest Bild! Long-Covid-Experte Professor Christoph Kleinschnitz, Uni Essen, sagt: Es ist schulmedizinisch eher unwahrscheinlich, dass die Symptome einer Viruserkrankung über Jahre bestehen bleiben. Es ist schulmedizinisch eher unwahrscheinlich, dass die Symptome einer Viruserkrankung über Jahre bestehen bleiben. Hätte Freddie Mercury das gewusst? Eyo! 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 Alright! Wenn Freddy auf Dr. Kleinschnitz gehört hätte, wäre er heute Headliner bei Rocken am Brocken. Aber so, naja, that's life. Aber wir haben gelernt, Viruserkrankungen sind am Ende einfach hier, Kopfsache. Erkältung, Herpes, Mpox, Ebola, der Krieg in der Ukraine, geht alles von alleine wieder weg. Man muss einfach nur warten. Professor Dr. Christoph Kleinschnitz ist Direktor der Neurologie an der Uniklinik Essen. Aber ist er auch eine vertrauenswürdige Quelle?
Nein, Pascal, ich denke nicht. Was nein, warum? Ich bin gerade mit was anderem beschäftigt. Ja, Pascal, ich bin gerade beschäftigt. Ich lese gerade die aktuelle Ausgabe der international renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Medicine. Und da steht das über Long-Covid drin. Long-Covid ist eine komplexe multisystemische Störung, die nahezu jedes Organsystem betrifft. Einschließlich des Herz-Kreislauf-Systems, Nervensystems, Endokrinsystems, Immunsystems, des Fortpflanzungssystems sowie des Magen-Darm-Systems. Aha, und Long-Covid ist auch kein Ticket für psychisch labile Leute, sondern eine ernste organische Erkrankung. Die schwerste Ausprägung von Long-Covid wird MECFS genannt. Myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome. Ja, myalgische und das ist dann das gleiche wie irgendwie Long-Covid oder ist das nochmal eine Extrakrankheit oder wie oder was jetzt, hä? Boah, war ja klar, dass der fettstündige Faszienhaufen hier wieder raus ist, wenn es kompliziert wird. Also, MECFS, das ist eine richtig beschissene chronische Krankheit. Wird meistens durch ein Virus ausgelöst, Grippe, Epstein-Barr oder halt Covid. Und die meisten Betroffenen sind, surprise, Frauen. Wir haben es eh schon nicht leicht. Endometriose, weniger Gehalt, das Ende von Killing Eve, Männer, die Lukas heißen und nicht verstehen, dass Strandmatte keine Persönlichkeit ersetzt. Und jetzt auch noch MECFS. Das kickt wie ein richtig gottloser Kater. Nur halt ohne vorher Kornkrümeltee. Da helfen selbst Elotrans, Rollmöpse und ein halber Liter Gurkenwasser nicht gegen. Und nein, auch nicht einfach mal ausschlafen. Mit MECFS fühlt man sich eher wie der Kollege. Und zwar die ganze Zeit. Aufstehen, zur Arbeit gehen? Nein, Pascal, ich denke nicht. Ein Viertel der Leute kann fast nur noch im Bett hängen. Aber halt nicht geil auf Lazy Sunday, sondern ungeil auf Leben im Arsch. Und bei Überlastung gibt's einen Crash. Dann wird's noch beschissener. Manchmal für immer. Spazieren gehen, Zähne putzen, Frühstück machen. Crash, crash, crash. Und auch überlebenswichtige Dinge können einen Crash auslösen. Bares für Rares gucken. Herzblättchen, ich habe ein Geschenk für dich. Oder sich endlich von Lukas trennen, weil er nur an sich denkt, seinen Arsch nicht wäscht und beim Zähneputzen dieses Geräusch macht. Bah. Noch mehr Symptome von MECFS: Kreislaufstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Herzrasen, Schlafstörungen, Schwindel, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, starke Schmerzen in Muskeln, Gelenken, Nerven, Kopf and Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Noch ein Symptom: Brain Fog. Nein, nicht Brain Fog, Brain Fog, Nebel im Hirn. Mein Gott. Aber warum ist man so im Arsch bei MECFS? Und was kann man dagegen tun? Tja. Das weiß man leider nicht so genau, weil sich jahrzehntelang kein Schwein für die Krankheit interessiert hat. Was wir inzwischen wissen, es sieht irgendwie nach einer Autoimmunerkrankung aus, mit den Blutgefäßen stimmt auch irgendwas nicht und dass dann sowohl die mitochondriale Dynamik als auch die glykolytischen Stoffwechselwege gestört werden, das sollte ja wohl jedem klar sein. Sogar dieser bräsigen Flachpfeife. Ja, danke, jetzt habe ich es verstanden. MECFS, die schwerste Form von Long-Covid. Long-Covid kann also ganz unterschiedlich aussehen. So ein bisschen wie der Vater von Jakob Augstein. Wer ist es denn jetzt? Na, wer ist es? Wer war es denn nun? Was? Wer soll denn das sein? Stefan Aust, Gregor Gysi, Charlie Brown? Oh, oh, wenn das Nikolaus Blome erfährt, dann gibt's 10 Podcast-Episoden. Wer sich mit Corona infiziert, kann an Long-Covid erkranken. Und wer Long-Covid hat, kann auch die schwere chronische Krankheit MECFS bekommen. In Deutschland wurde die Patientenzahl vor der Pandemie auf etwa 250.000 geschätzt, darunter 40.000 Kinder und Jugendliche. Mittlerweile sind es vermutlich fast doppelt so viele, wie Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeigen. Allein in Deutschland haben wahrscheinlich 500.000 Menschen MECFS. Und das, meine Damen und Herren, und alle dazwischen und außerhalb, können Sie gerne auch mal Ihrer Hausärztin und Ihrem Hausarzt weitersagen, weil... Nur wenige Ärztinnen und Ärzte kennen sich damit aus. Bis heute ist MECFS kein verpflichtender Teil der medizinischen Ausbildung, obwohl die WHO diese Krankheit schon seit den 1960er Jahren anerkannt hat. MECFS ist zwar keine neue Krankheit, aber könnte es sein, dass sich viele Ärztinnen und Ärzte trotzdem erst jetzt gerade in einer Gugu-Gaga-Show im ZDF am Freitagabend zum allerersten Mal länger gedanklich damit beschäftigen? Ja, Pascal, ich denke wahrscheinlich schon. Viele Ärztinnen und Ärzte kennen sich nicht aus mit MECFS. Und das ist, vorsichtig gesagt, für Kranke eher nicht so gut.
Ich habe Hilfe gesucht bei meinem Hausarzt aufgrund meiner Erkrankung Post-Covid bzw. ME/CFS. Dort wurde mir mitgeteilt, dass ich lediglich unter einer Depression leiden würde und es anderen Menschen deutlich schlechter gehen würde, es schlimmere Krankheiten geben würde und ich mich nicht so anstellen soll. Ja, stell dich nicht so an, wir sind hier nicht beim Bäcker. Für solche therapeutischen Ansätze gehe ich doch nicht zum Arzt, da höre ich den Podcast von Jakob Augstein. Wenn einem der eigene Hausarzt Boomer-Sprüche drückt, statt zu behandeln, ist das nicht nur sehr unangenehm, sondern auch gefährlich. Menschen mit ME/CFS können zu schweren Pflegefällen werden. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, ey, Böhmermann, du überraschend frischer, gut aussehender, jung gebliebener Kerl mit der verboten guten Haut. Erstens, hast du Lust, morgen mit mir zu Wonderwaffel zu gehen und uns gegenseitig unsere Vornamen auf die Waffel zu schreiben? Und zweitens, wie kann das sein mit ME/CFS? Warum weiß man so wenig, what's going on? Die Antworten sind relativ einfach. Erstens, vielen lieben Dank für das tolle Kompliment. Das höre ich tatsächlich gerne öfter. Und klar, morgen Abend habe ich Zeit und ich liebe Wonderwaffel. Mein Vorname ist Stefan. Und zweitens, das mit ME/CFS. Naja, wir wollten halt jahrzehntelang nichts von dieser Krankheit wissen und haben stattdessen lieber sowas hier geglaubt. Im British Medical Journal wurde ME/CFS von zwei Psychiatern noch im Jahr 1970 als epidemische Hysterie beschrieben, da vor allem Frauen bzw. Krankenschwestern erkrankten. Ja, wer ME/CFS hat, ist ein hysterisches Weib. Das haben in den 70er Jahren irgendwelche Typen mal gesagt und deswegen hat man ewig nicht daran geforscht. In wissenschaftlichen Papers war Ende der 80er Jahre von depressiven Frauen in den Wechseljahren die Rede, die mit ihren ehrgeizigen Ambitionen nicht umgehen könnten und daher krank würden. Depressive Frauen in den Wechseljahren, die mit ihren ehrgeizigen Ambitionen nicht umgehen können und deshalb krank werden. So wurde jahrzehntelang in der Medizin über ME/CFS gesprochen. Und so denken noch immer viele Mediziner. Seit 4 Jahren die immer gleichen Panikgeschichtchen. Jetzt via Frauenticket. Cooler Tweet, Hashtag der Woche. Frauenticket. Professor Dr. Christoph Kleinschnitz, der seriöse Direktor der Neurologie des Universitätsklinikums Essen, ist nämlich nicht nur Long-Covid- und ME/CFS-Experte, sondern auch sehr, sehr aktiv auf der seriösen Medizin- und Free-Speech-Plattform X. Das Panikorchester, besetzt mit Kollegen, Medien und Politikern unter Leitung des Gesundheitsministers, war, ist groß. Nachher werden alle wieder Erinnerungslücken haben. Brain Fog sozusagen. Noch viel erschreckender, wie schnell große Teile einer Bevölkerung im Angesicht einer echten oder vermeintlichen Bedrohung totalitäre Maßnahmen hinnehmen. Kennt Sozialexperiment. Menschen mit echtem Long-Covid. Der Corona-Narzissmus frisst seine Kinder. Dann noch schnell die Genderbox getickt und fertig ist die Nature-Arbeit. Für jemanden, der Kleinschnitz heißt, ganz schön viele grobe Schnitzer dabei. Aber hey! No jokes about names. Wir sind hier im ZDF-Magazin Royal. Wir haben in den letzten Wochen mit einer Menge Betroffenen gesprochen, die an Long-Covid leiden. Und viele von ihnen haben auch ME/CFS. Und fast alle haben während ihrer Behandlung sowas hier erlebt. Ich war mit meiner Long-Covid-Erkrankung dieses Jahr bei einem Allgemeinmediziner, der mir gesagt hat, ich sehe überhaupt nicht krank aus, ich sehe gesund aus. Der dann noch meinte, dass es schon komisch ist, dass Post-Covid oder Long-Covid ein rein europäisches Problem ist. Das würde es nicht in Afrika und nicht in Asien geben. Ja, Long-Covid, das gibt's nur bei den verweichlichten Vogue-Millennials in Europa. Also reiß dich mal zusammen und mach einfach mal ganz normale heterosexuelle Milch rein in deinen veganen Matcha-Latte. Ey, was ist beim Thema Long-Covid eigentlich los mit Ärztinnen und Ärzten? Erstmal muss man anerkennen, dass es anspruchsvoll ist, sich, wenn man so wenig Zeit hat, sich dann angemessen um so eine komplexe Krankheit zu kümmern. Vor allem, wenn die Krankheit noch nicht ganz verstanden ist. Und es ist dann ein Zeichen von ärztlicher Kompetenz, finde ich, wenn man genau sagen kann, das wissen wir und das wissen wir noch nicht. Was nicht so eine gute Idee ist, wenn man dann alles, was man noch nicht weiß, einfach auf die Psyche schiebt. Dann macht man sich's ein bisschen zu leicht. Das ist vielleicht nicht ganz so gut bei einer schweren Krankheit, es sich ein bisschen zu leicht zu machen. Stell dir mal vor, du hast Long-Covid und brauchst dringend Hilfe und gehst zum Arzt und der sagt dir dann sowas. Es war noch nie so einfach, richtig ein geiles Leben zu haben. Geile Body, viel Kohle, geile Beziehung. Weil alle kacken ab. Die hängen rum auf TikTok, auf Huges, kiffen sich einen rein. Alles komplette Lappen. Genau. Übrigens, das, was bei den Lappenkrankheiten, Long-Covid und ME/CFS passiert, das passiert nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Multiple Sklerose, MS. Wer kennt es nicht? Alle, wir alle kennen es. Kommt auch überwiegend bei Frauen vor. Dass es sich bei so manchem Nervenzusammenbruch in Wahrheit um ernste Leiden wie Multiple Sklerose, MS oder Epilepsie handelte, blieb lange unerkannt. Hashtag der Woche,
Frauenticket. Auch Patientinnen mit multipler Sklerose mussten sich jahrzehntelang fragen lassen, ob sie nicht vielleicht einfach nur hysterisch sind oder hier. Ach was, MS, sie sind gesund. Sie sind so gesund wie die Beziehung von Robert Geist zu seiner Tochter. Roberto Baissini. Wer hierbei ein unangenehmes Gefühl bekommt, hat erstens seinen Vater nie geliebt und ist zweitens psychisch labil. Mach's bitte weg. Multiple Sklerose wurde lange Zeit als Nervenzusammenbruch oder Hysterie abgetan. Und auch MS ist eine super komplexe Krankheit, die lange schwer zu diagnostizieren war, bis sich irgendwann etwas Entscheidendes geändert hatte. Multiple Sklerose wurde erst nachweisbar, nachdem Forscher entsprechende Marker in der Gehirnrückenmarksflüssigkeit von Patienten identifiziert hatten und nachdem die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, erfunden worden war. Forschung wirkt. Bei ME/CFS und Long-Covid ist die aber leider noch nicht so weit. Der eine einfache Nachweis, der ist einfach noch nicht gefunden. Und darum können Twitter-Professoren und Publizistensöhne auch so erfolgreich ihre Ferndiagnosen in die Welt raus brainstormen, während die Betroffenen weiter nicht ernst genommen werden. Ich war bei einer Schmerzärztin wegen Schmerzen, die ich habe, aus meiner chronischen Fatigue in den Gelenken und im Muskelgewebe. Und die sagte mir, meine Schmerzen seien nicht da, weil ich nicht schreie und nicht stöhne, wenn sie meine Gelenke bewegt. Und hat mir anschließend Leistungssport empfohlen. Wer nicht schreit oder stöhnt, hat keine Schmerzen. Und wer nicht seitwärts läuft, hat keinen Krebs. Ganz einfach. Und jetzt aber auf den Stepper mit dir. Forschende wissen zwar noch nicht alles über ME/CFS, aber schon einiges. Zum Beispiel, dass sich ME/CFS-Betroffene auf keinen Fall überlasten dürfen. Dieses Memo haben aber leider viele Ärztinnen und Ärzte noch nicht bekommen. Und auch manche Reha-Kliniken nicht. Das war ein Pensum, das habe ich gar nicht schaffen können. Und als ich gesagt habe, das ist zu viel, hat man mir gesagt, wenn ich nicht mitarbeite, dann würde man diese Maßnahme auch beenden. Und das hätte auch weitreichende Folgen für eventuelle zukünftige Maßnahmen und Angebote. Daher habe ich das mitgemacht, so gut es ging. Und es war viel zu viel. Ich bin total gecrashed. Ja, und so können Menschen, die ME/CFS oder Long-Covid haben, das Gefühl bekommen, in einer aussichtslosen Situation zu stecken. Long-Covid und ME/CFS. Erhöhtes Suizidrisiko bei Erkrankten. Okay, Suizid. Ich bin medizinischer Laie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ich denke natürlich zuallererst jetzt erstmal an so eine Einblendung hier. Aber ey, ich meine, was weiß ich schon über den angemessenen Umgang mit suizidgefährdeten Menschen? Ich bin medizinischer Laie und nicht Professor Doktor an der Uniklinik in Essen. Ja, ein Drama, dass sich Leute mit Depressionen suizidieren. Genauso schlimm aber, dass es 2024 Psychiater und Neurologen gibt, die das ME/CFS und Long-Covid nennen und kunstfehlerhaft falsch behandeln. Das ist der Skandal. Ach so, das ist der Skandal. Der wahre Skandal bei Long-Covid ist also nicht, dass Erkrankte Suizid begehen, sondern dass sie sich das Leben nehmen, ohne diesen Twitter-Troll mit Doktortitel vorher nach seiner Diagnose zu fragen. Wir haben Professor Dr. Kleinschnitz natürlich die Chance gegeben, sich noch mal ein kleines bisschen differenzierter als in Elon Musks Jauchegrube zu Long-Covid und ME/CFS zu äußern. Auf unsere Nachfrage, sagt er jetzt, die Arbeit seiner und vieler anderer Arbeitsgruppen deutet darauf hin, dass funktionell psychosomatische Vorgänge eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Symptome spielen. Er sagt also nicht mehr, Long-Covid ist gleich Depression, sondern Long-Covid bekommt man vor allem, wenn man vorher sowieso schon psychisch angeschlagen wäre. Nice try, Professor Dr. Christoph Kleinschnitz. Das entspricht zwar weiterhin nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft, ey, aber komplexe Erklärungen stören ja auch eher dabei, wenn man Bildexperte sein will. Und übrigens auch FAZ-Experte, Zeit-Experte, Spiegel-Experte, WDR-Experte, na klar, ZDF-Experte. Professor Dr. Kleinschnitz ist der Typ, der immer auftaucht, wenn es kompliziert wird und der einem einfache Lösungen präsentiert. Und selbst seriöse Medien nehmen das dankbar an. Jeder komplexen wissenschaftlichen Analyse muss man nämlich immer im Journalismus eine unterkomplexe Gegenmeinung entgegenhalten, auch wenn die Quatsch ist. Sonst stärken wir die AfD und das können wir doch alle nicht wollen. Wissenschaftlicher Konsens ist dabei längst, dass Long-Covid und ME/CFS komplexe Krankheiten sind, für die es natürlich nur komplexe Lösungen gibt. Und die brauchen Zeit, leider. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren einer neuen Studie zufolge mehr als 400 Millionen Menschen weltweit von Long-Covid betroffen. Und es kommen jeden Tag neue hinzu. Und diesen Menschen ist nicht damit geholfen, wenn feiste Dudes irgendwelche öligen Hot-Takes aus dem Arsch von Elon Musk vom Beifahrersitz aus in die Welt pupen.
Corona ist eine ganz normale Krankheit. Es gibt keine wahnsinnigen Mutationen, die uns irgendwie so grüne Hörner wachsen lassen und so. Und die Leute müssen jetzt halt irgendwie damit zurechtkommen. Mann, dann trinken sie doch einen heißen Tee. Ja, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Tee trinken. Einfach mal einen heißen Tee trinken. Und aufhören, Arschlöchern zu glauben, die so tun, als wüssten sie alles. Das ist manchmal eine gute Idee, aber nicht immer. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche.